Gilles Villeneuve, kann das stimmen? Mit dabei ist der Roland. Wir fahren mit dem Porsche im Porsche iRacing Cup. Dritte Woche. Hallo. Ja, gut vorbereitet. Huh? Ja, mindestens 15 Trainingsrunden oder so, 10, 15. Das ist ja nicht schlecht. Geht schon. Ich habe jetzt, also Runden auch früher, aber wirklich die gewertete Runden, wo es nicht Outlaps waren, wo das Auto noch, oder wo das Auto zerstört hat, habe ich nicht so viel gehabt. Ich habe die Nummer 1. Ja, die habe ich gestern gehabt, geht ja 3 Rennen. Aber, nicht, aber in einem besseren Split als ich. Wie viele Leute waren dann gemacht? 3 Splits? 4 Splits? Wahrscheinlich 2, gell? Okay. Aber jetzt habe ich, halt hab ich halt wieder 1700 Rating, das ist genau an der Kippe, gell? Das sind sicher 2. Ne, Nummer 6. Zu viel Porsche werde ich nicht fahren. Weil es dann mit dem Rating einfach nur nach unten geht. Ich glaube, ich muss mich auf die Sachen konzentrieren, wo ich Chance habe. Wie zum Beispiel... Dirt ab morgen. Ja, wo ich Chance habe, habe ich gesagt. Ist da eigentlich ein eigenes Rating? Ich hätte schon, oder? Ein Dirt Rating? Das wäre cool, wenn sie das machen wollt. So eine Wahl wäre es ja ungut. Also das wäre cool, wenn sie das machen würden. Das Official Series gibt. Als eigene Serie. Wie viel Tank nehmen wir rein? Boah, was hab ich jetzt genommen? 10 Liter, keine Ahnung, bestimmt. Locker, glaube ich. Ich nehme 12. Das sind kurze Runden. Ja, aber ob es nicht viel Tank braucht wegen die langen Geraden. Ich nehme sicher halt selber 12. Ist ja wurscht, ich bin ja so langsam. Das ist wirklich. Ich fahre mal raus. Das zählt ja noch nicht, gell? Das ist ja noch Practice. Zu was? Safety Rating? Keine Ahnung. Ich hab gerade mein Auto zerlegt, weil ich da schaue, aber da gibt's keine Anzeige mit dem Tank, wie viel man braucht. Beim Porsche. Wie viele Runden sein? 17 Runden. Deswegen habe ich jetzt versucht zum Fahren. 40 Liter, oder? 40 Liter für 17 Runden. Ja, also 2, irgendwas pro Runde. Oder? Ja, geht schon quasi das. Also das heißt, 10 wäre genug. Eigentlich müssen 9 erreichen. Aber 10 reichen locker. Ich da 11. Ich lasse die 12, ich hab die 3 Liter, geh scheißegal echt. Was sagt dann litermäßig? Ah, Estimate Labs 5,9, da tue ich jetzt auch auf 10, ja. Reicht sicher nachher. Qualifier, was sagt er jetzt da? 4,9 Runden. Das heißt, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich reicht sogar 8, ja. Das kann ich. Falls wir noch eins fahren, wissen wir es. Ja, für alle, die jetzt neu hinzugeschaltet haben, herzlich willkommen. Keine Strecke, wo ich wirklich gut bin. Es wird aber viel krachen, wenn du jetzt durchkommst, schaut schon gut aus. Ja, weil es eng ist, neben links und rechts, gell. Wenn es da eine Dame an der Quer steht, bin ich schon gar nicht. Das Highlight war sicher für am Panorama gestern, oder? Dritter Platz, alle, alle, alle. So, und mich hat schon gedreht, zählt aber nur das Aufträge. Weil wir extra früh bremsen. Naja, jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Es ist halt leider die letzte Schikane so entscheidend, ob du schnell rumschaust und die schaffen. Okay, here comes your first time black.
Einfahrt und bin so überrascht wie. Geheimnis, glaube ich, nicht so in den zweiten Gang zu schalten, das ist trotzdem der Gamer, richtig? Und bremsen. About two laps of fuel left. One more lap. Zwei Runden Schade. There's the flag, it's over. 38,3. Schauen wir mal, was wert ist. Was hast du? 36,4. Weißt du, dass ich mit 38,3 bin? Vierter? Dritter. Ah, ich darf nicht lachen. Verkrampft. Ich bin nicht mehr als gibt es einer mit 38,9. 38,9? Ja, mit der letzten Nummer in meinem Split. Mit Nummer 19. Ja, der Unterschied zwischen dem Split und dem anderen ist halt schon enorm, gell? Schnellste ist 35,4. Ja. Gar nicht so wild weg, 1 Sekunden. Am Panorama war ich weiter weg. 37 am Panorama war ich nur 5 Sekunden weg. Da, das Rennen war einfach das Highlight dort. Mit tanken wäre gut. Sie geht da. Ich lade gleich Setup neu. Open. 40 Liter, ja. Was ich mache, ist jetzt 42 rein. Vertraust du denen nicht mehr? Seitdem, das ist mir in einer Woche mit den Setups von seit zweimal passiert, dass mir der Tank ausgegangen ist. Okay, dann sagt der eine Spanier, also man soll, irgendwer hat gesagt 45, aber er nimmt 47, weißt du? Okay, dann nehme ich 45. Dann fragt der erste, 45 Fragezeichen? Der redet nur Blödsinn. Ist mir wurscht. Wie schnell ist denn der? Warte, mit 10 Liter habe ich für 4 Runden Tank gehabt.
Ich habe am Schluss noch 4 Liter gehabt. Das heißt, für 3 Runden habe ich 7 Liter gebraucht. Nein, 3 Liter beim Schluss gehabt und 10 habe ich dankt. Ja, für 4 Runden hätte es dank, glaube ich. Ja. Mit 10 Liter. Das heißt. 4 mal 4 ist 16. So. Das heißt, es ist ja mehr, ist mehr als. 2,4 pro Runde und 17 mal 4. Geht sie nicht aus mit 40? Wo ist denn der Kalkulator? Also, weil rechne, 4 Runden schaffst du mit 10 Liter? 17 mal 2,4 ist gleich 40,8. Okay, ein bisschen mehr wie 40 also. Dann stelle ich 45 ein und fertig. Aber nicht, dass ich wegen 5 Liter da. Machen sie es absichtlich oder was, dass sie das falsch machen? Ich glaube, der tut einfach. Der ist halt nie Rennen gefahren, der schätzt immer noch, wahrscheinlich. Ja, aber es ist so oft schon bei mir nicht ausgegangen. Bei euch geht es ja aus, weil es ein bisschen anders fährt als ich. Aber ich fahre dann schlechter und dann. Aber ich habe einmal knapp, da wird ein bisschen liften müssen. Okay, dann. Le Mans, ich. Herzlich willkommen zum Rennen. Mit dabei der Roland. Und hallo. Es geht dann eh schon bald los. Wir sind Startplatz 3, was durchaus beeindruckend ist. Ich bin Startplatz 7. Das heißt, ich werde gern beginnen abgeschossen. Ah, es dauert einer geschrieben 40 Liter. Das war sie. Aber bei mir ist wahrscheinlich ein rund weniger als bei euch. Wenn die wirklich so viel langsamer fahren, du. Ja. Also es sind immer 17, es sind immer 17 Runden. Ich bin ein Thema. Ja, aber wenn du das rechnest, das geht sich knapper, also wird sie nicht ausgehen mit 40 Liter. Ich weiß nicht, ich bin 2,4 gerechnet, aber vielleicht braucht man nur 2,35, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ist ja so egal, die 5 Liter. Bei mir steht 22 Runden, schaffe ich mit dem jetzt da. Das ist viel zu viel. Aber das ist jetzt ja stehend, aber. Ja, wenn ich. Habe ich halt für 3 Runden zu viel gedankt. Ja, Spannung. Nur 6 Sekunden, es haben noch nicht alle gerittet bei mir. Du fährst schon. Die Ampel. Green, green, green! Left side, clear. Schon Platz verloren. Wo ist der Knopf? Sofort wieder weh tut. Ich weiß nicht, was da ist.
They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gain. Right side. Left side. Super. Ich bin da gerade rausgefahren, gell, und da krieg ich so schlimme Slowdowns, obwohl ich eh so langsam drüber gefahren bin. You got a slow car on the left. Go right. Ja, obwohl auch so, das gleiche Problem, das Slowdown. Verbremst dich fast gerade raus, die Sicherheit. Da vom Runs ist das wurscht, da kannst du voll drüber heizen und den Vorteil verschafft, gibt es kein Slowdown. Also nicht, wenn du Hamilton hast. Ich glaube in Mexiko, dass er so verzischt ist. Und der andere ist bestraft worden, der Verstappen. Der schnellste Zeit war nicht gut. Das Optimum ist ganz gut, aber die schnellste Zeit nicht. Passt das Speedtrack perfekt. Leider schon Fehler hat gemacht. Schlecht gestartet, noch schlecht gestartet. Bremspunkte passen halt nicht, weil der jetzt mit einem leichten Auto hätte. Da hinter mir ist noch einer, da macht es schon mal 13 Sekunden. Car on the left. Car stopped ahead. Car stopped ahead. Go left. The next car's the leader. Fahren Sie uns. Alle zusammen gefahren. Dritter Platz jetzt für mich. Thank you.
You're back in third. Keep hustling. Ist das anstrengend? Die paar Kurven, die es gibt, die sind voll zum Konzentrieren. Die Lücke auf! Schaut da nicht so extrem. Das merke ich schon, glaube ich. Jetzt sieht man von mir, meine Felden sind ganz gut erwischt. Trotzdem schlechter als die anderen. You got 10 left to go. 10 Runden. Näher kommen, vor der ersten sind wir weg durch unsere zwei leichten Fehler. Die Kurve sind leider gar nicht gut. Aber in Le Mans leicht normal am Schluss hat das halt nur rund 2 Sekunden gekostet. Ja, jetzt bin ich über die Sekunde. Es könnte jetzt passieren, dass ich den Abstand zu viel aufreiße.
go right. So, der hat jetzt einen Slowdown. Der ist tief, oder? Slow car ahead, car stops ahead. The next car's the leader. Go left. Car wow. Ahead. Still there. Clear on the right. Der Führer, der hat sich gedreht und hat mich fast abgeschossen. Dadurch habe ich jetzt nicht so den Vorteil. Ich bin jetzt Erster, kurz einmal. Aber das wird nicht lang bleiben. Sonst hätte ich den Vorteil herausfahren können, da hat mich voll behindert dabei. Hat bei mir jetzt eine Sekunde gekostet. Aber Lead Lap. Okay, you are the leader. Das ist ja neu, dass ich vorausfahren muss. Wird wieder ein Fehler gemacht. Wieder an der Stelle. Ist jetzt deutlich zurückgefallen. Schauen wir, was ich jetzt vorne für Zeiten fahren kann. Car stop on the right. You got a slow car on the right. You got a slow car on the right. So, erste Überrundung. Okay.
You've got 5 laps to go. Got a slow car on the right, can't stop the head. Haben wir das Sinn platziert, der gerade in die Wand gefahren ist? Stop on the right. Jede Runde ist da ein Incident. You got a slow car on the right. Siebte und der Achte, unabhängig voneinander, in der darauffolgenden Runde jeweils sind zerstört, jetzt fahren sie gegeneinander wieder.
You've got two laps to go. Letzte Runde. One more lap to win. So, einmal wenn man aufdrückt. Ja, letzte Runde ganz auf Nummer sicher bis jetzt gefahren. 8 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten. Akku auf den Ohr. Dann zwei Schikane, zwei Akku. So, Sieg. Zwei Runden ist der Tank leer. Das heißt, 5 Liter haben wir zu viel gehabt. 40 hätte passt. You won! Dinner's on me! You won! Dinner's on me, sagt er. Ja, was soll ich sagen? Mein erster Porsche-Sieg. Mein erst 4. Sieg beim Road Race bei Racing. Aber bin beeindruckt. Nachdem die letzte Saison wirklich immer war, der abgeschossen worden ist. Was bist du geworden? Ja, super. Das ist ja super. Naja, wir sind plus 5, so jetzt. Ich habe der Rating schon so ein bisschen. Ja, wir waren Nummer 1, bin erster geworden. Die Ballposition haben wir leider nicht gut. Arm Off-Track leider. Ah, sogar plus 22. Im Endeffekt habe ich einfach mein Auto nicht so weg. Das passt dann wieder. Das nächste Mal werden wir wieder im Top-Split sein. Oder ich meine im Top-Split, aber eins gibt es bessere. Top-Split sind wir weit weg. Solche Zeiten schon im Top-Split. Meine schnellste Rennrunde 38,7. Bei dir fahren sie noch, da gibt es kein Ergebnis noch. Ich fahre gerade in die Box. Also die sind alle rund. Nein, bei deinem Blitz.
meine ich. Ja, ja. Ja, die sind alle überrundet, nur die ersten. Weiß ich nicht, was sind da gleich rumgefahren. Nein. Sechsten habe ich nicht mehr überrundet, aber die haben schon 15 Rückstand und das 14. 15, 6. Ja. Okay, the race is over, bring it on in. Da Dominik Bramreit der Erste. Da zahlt sich die schöne Lackierung aus, oder? Da, bitte sehr. Sehr, ja. Ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, das Ergebnis. Ich bin komplett. Dritte Runde war gleich mein schnellste. Da ist der Start. Da komme ich ganz, ganz schlecht weg. Da holt er mich ja gleich. Macht dazu. Da hinten hat schon die ersten zwei zerlegt. Ich bleib da dran. Versucht da innen rein. Ja, da habe ich ihn leicht berührt, vielleicht. Weiß nicht, oder ob er sich selber dreht hat. Kontakt hat es mir keinen angesagt. Hinter mir. Marlboro Man. Ja, wunderschöne Lackierung. Und dann geht's da weiter. Hinten Nummer 1, ja. Start Nummer 1. Und da hinten hat's schon wieder geracht. Der Kurven hat. Ui, da bin ich schon wieder raufgefahren. Das wirkt jetzt so, als ob ich da einfach nur gewonnen habe, weil sie alle anderen zerlegt haben, aber es ist halt auch eine Leistung, sie nicht zu zerlegen. Und ich bin nicht lange im Speed von den ersten mitgegangen, die noch bei dem Speed sie zerlegt haben. Von einer Runde vorkommen. Ja, großartig, wirklich großartig. Sehen wir nochmal das Auto. Da habe ich noch ein bisschen Abstand lassen gehabt. Obwohl das eh mehr schnellste Welt gibt. Ja. Und jetzt war, muss ich noch einmal einen Ausritt gehabt haben. Da geht's runter. Ja, schon tolle Einstellungen das Montreal. Ja, da sieht man schon, dass das Auto so ganz leicht geschwommen ist. Das ist hin und her hebt da. Und jetzt kommt da nochmal Fehler. Wo bremse ich? Naja, das weiß nicht, ob ich nicht spät war, ich komme einfach nicht zum Stehen und dann hätte ich vielleicht noch da gekriegt, aber Nummer sicher gegangen, gedacht, bevor das Auto zerlegt, da zwanghaft drüber. So habe ich halt das Slowdown gehabt, habe noch den nächsten auch vorbeilassen müssen. Im Endeffekt dann die richtige Entscheidung, weil die vor mir sind dann zusammengefahren, die war da nicht dabei. Da mache ich Platz, weil ich eh Slowdown habe. Ja, super. Schönes Auto und wir sehen uns da auf YouTube. Ja, passt. Das war's dann von dem Rennen. Ab da geht's dann dahin und ich mache Plätze und Platz gut, bis ich schließlich am ersten Platz gelandet bin. Und danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.